Die Liste der Pannen von Christine Lamprecht ist lang. Gleich zu Beginn des neuen Jahres kommt eine weitere dazu. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten, tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Das Silvestervideo der Bundesverteidigungsministerin inhaltlich unglücklich, das Setting unangemessen. Nur ein Fehltritt in einer Serie von Fehltritten, Pannen und Fauxpas. Ende Januar 2022, kurz vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, verspricht Lamprecht, 5000 Helme für die ukrainischen Streitkräfte zu liefern, nennt es ein ganz deutliches Signal der Solidarität Deutschlands. Es hagelt Spott, die Helme ein absoluter Witz, so der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Spott und Unverständnis gab es auch für dieses Foto, gepostet von Lamprechts Sohn aus einem Hubschrauber der Luftwaffe. Die Bundesverteidigungsministerin hatte ihren Sohn zu einem Truppenbesuch nach Schleswig-Holstein mitgenommen. Von da ging es mit dem Auto direkt weiter in den gemeinsamen Osterurlaub nach Sylt. Der Vorwurf, fehlendes Fingerspitzengefühl, eine Entscheidung, so Lamprecht, die sie im Nachhinein nicht mehr so treffen würde. Anfang Dezember 2022 dann wieder Ärger wegen der Bestellung des neuen Kampfjets F-35. Die Hangar im Flieger Horst Büchel müssen für die F-35 umgebaut werden. Darüber hinaus fehlt die behördliche Flugerlaubnis. Probleme, die nicht überraschend kommen würden, so die Kritik. Hinzu kommen weitere Probleme bei der Bundeswehr. Die dringend nötige Personalaufstockung, fehlende Munition und nun der Puma. 18 von 18 Panzern waren bei einer Übung wegen technischer Komplikationen ausgefallen. Problemanalyse der Ministerin. Wir wissen genauer, dass es Probleme bei der Abstimmung gibt, unterschiedlichsten Bereich, zwischen der Truppe, zwischen der Industrie, zur Logistik, dass wir da deutlich besser werden müssen. Es gibt auch Hausaufgaben, die an die Industrie gehen, die gemacht werden müssen. Es gibt Hausaufgaben, die wir auch gemeinsam machen müssen. Eine Blamage, die sich dieses Mal Industrie, Bundeswehr und Ministerium teilen. Wenn man diese Historie vielleicht dann noch einmal rückblickend betrachtet, dann wird man sicherlich jetzt bei der Auswahl von einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger dann noch einmal ganz genau überlegen und dann sich auch ganz gewiss irgendwie versuchen zu entscheiden für die richtige Nachfolge. Marco, für den Moment Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.